dann hochgeschossen zu werden mit so einem Geräusch. Ich stelle mir das sehr angenehm vor. Der neue Vogel ist... Boah, der hätte mich fast noch gekriegt. Zack. Nein, ich habe wieder zu früh gedrückt, ich Penner. Ah, langsam wird's schwer. Ich denke, Rüdiger hat jetzt hier sehr gute Chancen aufzuholen. Oder er fällt genauso wie ich. Ich habe die dumme Karotte vergessen. Ich habe das dumme Viech vergessen hier. Moment, hier war doch jetzt eine, die rumspringt. Genau. Wie die darauf landet. Wie in einem sehr schlecht animierten Flash-Movie-Film. Nein! Oh, nö. Na, wie die Kanke. Kanke, ich darf die Kanke gleich nochmal machen. Die dumme Morübe wird mich jetzt erstmal nicht kriegen. Karotte meine ich, Entschuldigung. Einmal hier drauf. Diesmal hat sie mich nicht gekriegt. Ich hätte mich gefreut, wenn hier schon das Ende gewesen wäre, aber... Nee, ich habe die Stacheln genau gesehen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich habe es überlebt. Ja, dieser Mittelpunkt bringt mir nichts. Dass ich mich das mit einem Leben überhaupt traue. Aber ich habe hier oft das schon ein Level mit nur einem Leben geschafft. Oh, war das knapp. Wie zum Beispiel auch dieses Level. Oh, wieder mal habe ich ein Level mit nur einem Leben geschafft. Oh, da habe ich sogar mal alle Möhren. Das heißt, ich habe dazu nicht so kein Leben bekommen. Oh, ist das herrlich. Es lohnt sich also. Nicht wie in dem einen Test, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Ich habe jetzt schon eine Stunde, 7 Minuten aufgenommen. Und das dauert noch. Ha! Vergiss es. Oh mein Gott. So, Danger. Ich habe alles erwartet, nur nicht das. Boah, der Igel hat weiße Augen. Das sieht sehr dämonisch aus. Wow. Nein! Gott, aber wenigstens war das noch mehr oder minder am Anfang des Levels. Oh, nur 9 Minuten. Okay. Ja, 8,59. Das zähle ich wie 9. So. Wenigstens weiß ich, auf was ich jetzt hier achten muss. Hier sind 2 Igel, die dauernd drehen und ja, es ruckelt wieder. Es... übel gerade. Hä? Bin ich gerade einen anderen? Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Ah, ach so, okay. Ich
bin nicht mehr verwirrt. Ich habe nur gedacht, hä, da kamen doch noch Stacheln. Wo waren die bloß? Och nö, nicht Ente mit Stein. Ich hasse Enten, die Steine werfen. Ich werde in den nächsten Zoo gehen und jede Ente umbringen, die mit Steinen nach mir wirft. Oder mit Steinen nach Hasen. Und ich rutsche dort. Och nö. Ja, jetzt fangen wir an zu rutschen. Und... ja, das ist was. Rutscht man dann einmal, dann ist es fast unmöglich, die Kontrolle zurückzubekommen. Ohne dass es... ich hätte warten müssen. Ich versau es gerade wieder. Ich versau es gerade wieder komplett. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. So, jetzt kann ich hier rüber. Einfach direkt weiter. Ich habe nämlich hier einen Vogel. So einen Pfeil erst als Vogel gesehen. Das war doch überhaupt kein Vogel. Deshalb bin ich da auch erstmal. Oh mein Gott. Hängen geblieben. Hopsa. Sieht alles so dunkel hier aus. Richtig unfreundlich. Wow. Ey, das war doch jetzt wieder... kann ich doch jetzt schon wieder vergessen. So, toll. Was bringt mir dieser Safe jetzt? Nix. Stacheln, an denen ich einfach mal vorbei jump. Obwohl, vorbei jumpen war es ja nicht wirklich. Es war mehr ein vorbei hüpfen. Inklusive Kiwi und... oh, jetzt muss ich mich aber mit dem Springen beeilen. Igel. Und ich hasse Vögel. Und nochmal das Ganze. Komm. Zack. Oh, ich muss mich gut anstellen jetzt. Ich hoffe, dass... ich hab ihn vergessen. Ich hoffe, das wird nicht so dumm knapp wie das letzte Mal. Oh, meine Güte. Runter. Ja, nachher war ja klar, hier, dann kann ich Wounds, Wounds und Wounds. Ja, klar, ich fall da nicht runter, aber in den Stacheln. Ist doch immer so. Ah, meine Güte. Ich bekomme langsam Hunger auf den Hasenbraten. Das wird doch schon wieder nichts. Das sehe ich doch jetzt schon. Ich springe freiwillig in den Tod. Oh. Wieso stelle ich mich jetzt so dumm an? Wieso? Ja, komm. Mal mich mir aber gemerkt, dass du da warst. Und euch kann man ja irgendwie nicht vergessen. Und hops. Wow. Ah, ja, entschuldigt, dass es jetzt nicht mehr ganz so von meinem Kommentar unterhaltsam ist wie zu Anfang. Aber ich habe es ja oft genug gesagt, ich versuche mich jetzt hier ein bisschen mehr zu konzentrieren. Hop. Weil ich dieses Race nicht verlieren will. Gegen den Penner Rüdiger. Dreckigen. Ach,
Quatsch, ist kein Penner. Er ist cool, er ist richtig cool drauf. Ich freue mich, dass ich mit ihm Bekanntschaft machen durfte. Ich freue mich auf ein anderes großes Event mit ihm. Das wird auch richtig genial. Was ich hätte mir jetzt am Anfang nicht gedacht, dass das überhaupt überhaupt instande kommt. Rüdiger weiß, wovon ich spreche. Wir haben es auch schon einmal angedeutet im Ankündigungsvideo. Nein! Und nun. Naja. Da wird auf jeden Fall auch ein bisschen was für euch bei rumspringen. So, der Vogel versperrt mir zwar gerade, beziehungsweise hat mir die Sicht gerade etwas versperrt, aber egal. Ich bin trotzdem hier rüber gekommen. Ah, der Pilz hört sich komisch an. So, zack, hopp. Gut, jetzt habe ich immerhin noch 4 Leben. Und, oh, so gerade eben noch. Ja, genau. Das Timing bei den Vögeln habe ich noch nicht raus. So, jetzt bin ich da durchgekommen schon mal. Konnte ich hier einfach durchmarschieren. Hops. Und hops. Wo? Da unten bist du. Gut, der rollt nur die Bahn. Der rennt nicht, der rollt. Keanu ist ein Genie, was Sprache angeht. Und Wortschöpfung. Hops. Noch ein Checkpoint. Hä? Einfach hier, okay. Die Brücke stürzt doch jetzt bestimmt ein. Wusste ich's. Ich wusste es. Aber nur die Teile, wo ich drauf stimme. Ja, und die fahren wieder hoch, okay. Entschuldigung für wieder mal für diesen Sound, den ich von mir gegeben habe. Das bei Dome. Also muss ich alles timen. Okay, dann hops und hops. Wow. Danger. Noch sehe ich den Danger nicht. Okay, hier hoch. Davon habe ich eins gefunden. Jetzt habe ich 3 Leben. Ah, so, komm hoch. An der Körnerbrotmauer vorbei. Echt, das sieht doch aus wie die Seite eines Körnerbrots. So. Level geschafft. Oh, so langsam wird es zu anstrengend. Puh. So langsam bekomme ich wirklich Hunger. Ich will meine Pizza in den Ofen schmeißen. Felsiger Pfad. Oh. Wenn ich wenigstens wüsste, wie lange es noch dauert, bis das hier rum ist. Vor allem das Bonuslevel ist ja auch nicht gerade kurz. Muss ja alle Ostereier sammeln. Ja, da muss man Ostereier sammeln. Ich will mal was austesten. Ich habe da unten nämlich was blinken sehen. Zack, nee.
Ich habe nämlich gedacht, das letzte Mal, als ich so einen Salatkopf eingesammelt habe, habe ich ein extra Leben dazu bekommen, weil ich vorher 2 hatte und nachdem ich den eingesammelt hatte, stand so plötzlich 3. Dann ist das also nicht so. So, wie komme ich jetzt da hin? Todessprung. Und der hat sogar funktioniert. Hops. Hops. Hier. Dort. Checkpoint. So, hier, zack, und dann einmal rumdrehen, okay, sehr gern. Ach, ich hasse diese blöden Vögel. Sehen auch total hässlich aus. Irgendwie passen die nicht ganz hier in dieses Szenario rein. Weiß auch nicht, die gefallen mir hier irgendwie nicht so ganz. Na gut, Wald und Vögel ist schon normal, verstehe ich auch, aber diese hässlichen Viecher? Boah. Und ich sehe ich auch. So, zack, und jetzt schnell hier hoch, dann schnell hier. Da muss man immer auf gut Glück springen. Muss man sich immer denken, wo wäre am logischsten jetzt der nächste Weg? Die nächste Plattform. Das war doof. Ja, klein Keanu ist mal wieder viel zu hastig. Hops. Und jetzt. Boah, ich dachte schon. Boah. Ja, noch fieser können die das nicht machen. Ich wette, die Plattform fällt jetzt runter. Nee, die fällt nicht runter, die fährt sogar weg. Damit bringt es mir gar nichts, dass ich einen Checkpoint habe. Da hinten dann ist das Hasenloch. Und wieder mal schaue ich es auf die knappeste Art und Weise. Ein Level zu einem beenden und cool, ich habe sogar ein Leben dazu bekommen. Das Spiel tötet mich noch irgendwann. Ich weiß jetzt schon gar nicht, wie viele Parts es sind, da ich nämlich jetzt. Na, es dauert noch ein paar Minuten, dann habe ich jetzt schon fast 1,5 Stunden aufgenommen. Eieieiei. Gut. Ich werde an dieser Stelle mal einen kurzen Cut machen, um zu gucken, wie die Aufnahme ist. Ob da irgendwie was Schrott ist oder nicht. Also bis gleich an der Stelle.